Also Leute, wir sind jetzt im Finale von unserem AG-Turnier in Pokémon Oras. Auf der linken Seite haben wir den Max, das ist der Mr. Gumma. Und auf der rechten Seite haben wir Nenix, das ist Nenix halt. Der heißt auch so. So, dann würde ich sagen, fangen wir an. 3, 2, 1, los! Finale! Ja, Nenix will mit den Kämpfen, ne? Genau! Er liebt mit Landschuhen. Und Frozen Cream ist Bayone. 26 Runden, ja, das geht. Easy win. Bauchtrommel, Alter. Easy win. Hart. Das ist halt heftig, Bauchtrommel ist hart heftig. Er geht auf den Wool Switch. So, was kommt jetzt? Galagladi. Galagladi, genau. Ja, aber Knuddler wird ihn rausnehmen. Würde ich mal sagen, ne? Ja. Ja, easy. Ciao, Galagladi. Ja. Unnecessary Crit. Durengard. Königsschild, Alter. So, was hat er vor? Ja, Königsschild. Oh, Angriff. Und nochmal Knuddler, aber das geht nicht, okay. Taktikwechsel. Tschüss, Sabayone. Das wird wehtun. Spukball? What? Ich glaube, ihr seid schon wieder leicht vor mir. Das ist so krass. Jetzt macht er, jetzt greift er an. Ja, also. Ja, jetzt wurde es besiegt. Okay. Was kommt jetzt? Kommt ein. Zubiris! Geht erstmal da auf den Calm Mind. Um auch so ein bisschen was tanken zu können. Es ist anscheinend kein. Es muss eigentlich mega sein. Oh, er spielt Prankster. Naja, da kommt auf jeden Fall erstmal der Spukball. Ja. Es hat auf jeden Fall ein bisschen mehr wehgetan. Jetzt ist nicht den Calm Mind rausgemacht. Hier geht er. Ja. Er geht da auf seinen Pixie. Und. Ja. Geht da dann nochmal auf den Core Mind. Pixie auf jeden Fall. Pixie ist böse. Wobei. Pixie haben wir heute schon öfter gesehen, aber immer ein Shiny, das ist mal ein normales, ne? Ja, die grünen Ohren sehen aber auch hässlich aus. Naja, die sind jetzt auch nicht so krass. Sehen trotzdem hässlich aus. Der schlimmste Shiny ist immer noch Bibor. Ja, das ist nicht so geil. So, was kommt jetzt? Ein Landhorn. Landhorn. Wie es nix abzieht. Schlagbohrer? Warum nicht EQ? Fragt man sich. Man weiß es nicht. So, bei mir macht er jetzt Schlagbohrer, genau. Und down. Und Nidoking kommt jetzt rein. Ja. Und das wird wehtun. Schon wieder down. Ja, Schlagbohrer. Jetzt macht das Schlaum mit Durengard. Warum er es nicht vorher gemacht hat, weiß man nicht. Weil ich dachte, der Schlagbohrer ist nicht Boden oder sowas. Man weiß es nicht. So, wieder Königsschild. Ja. Und er wechselt. Ich weiß nicht, warum deine Videos immer schneller sind als meine. Keine Ahnung. Jetzt, weiß ich auch nicht. Jetzt hat er Bisaflor gerufen. Tank, Ole. Ja, Bisaflor regelt, er macht das. Ah, oh, Mega Bisaflor kommt jetzt. Ich kann ihn nicht auseinanderhalten. So, der heilt sich jetzt erstmal mit Synthese. Wenn ihr übrigens wollt, dass Mulai
Twitch-Partner wird und jetzt mal gleich anfragen sollte, dann lasst mal ein Like da. Erst mal Werbung gemacht, knallert im Part hier. Was da los? Ja, was juckt mich doch nicht. Ja. Und wer findet, dass Mulai die gleiche Lache wie Montana Black hat, gibt 2 Likes. Es geht nur einer. So. Egal, gibt trotzdem 2 Likes. Macht sich einen neuen Account. Zweite Account. Lecker. Bot. So, und der heilt sich mal wieder. Ja, da kriegt das Bisaflor nicht down. Und Ekelsamen killt das mit der Zeit, oder wie? Sieht momentan so aus. Ja. Gigasauger! Wow, er lebt noch! Aber ganz schön knapp, du! Aber die Ekelsamen regeln, ne? Ja, das wird jetzt das Vieh killen. Oh, Pixie. Geht auf Gedanken gut? Ja. Jetzt kommst du. Nicht so laute Geräusche, bitte. Danke. So. So, was macht er jetzt? Oh, jetzt kommt wieder Pixie. Und das Korn. Nein. Jetzt mach ich mir eine Matschbombe in die Fresse. Matschbombe. Das zieht ganz schön viel ab, hä? Und jetzt macht Gedankengut ist die Frage, ob Matschbombe reicht. Aber mal gucken. Wird Chat sich eine Roll sein? So, Matschbombe und... Ja, es reicht. Pixie down. So, was hat er jetzt noch? Jetzt kommt Darkrai. Boah, schlimm. Ob das noch ein Sweep wird? Ich weiß es nicht. Wie steht's mit dem Pokémon? Ich hab keine Ahnung. Bisaflor ist eingeschlafen. Von... ja. Der Name ist Programm beim Bisaflor. Ja. Traumfresser. Und Bisaflor ist down. Ich weiß nicht, wie weit seid ihr jetzt? Bei mir stirbt Bisaflor gerade. Ja, bei mir. Wir sind doppelt so weit ungefähr. Was zur Hölle? Ja, wir sind schon ziemlich weit. Ja. Ja, keine Ahnung, woran liegt das? Wenn ihr es das wisst, warum bei einem Kämpfe schneller gehen als bei den anderen, könnt das ja in die Kommis schreiben. Ich hab da keine Ahnung. Theoretisch laufen die Kämpfe doch immer gleich schnell, oder nicht? Ah, du hast auch ein Mew 3DS, ne? Ja. Mit Capture Card. Weil die Capture Card wird das wahrscheinlich nicht verlangsamen. Na. Na wohl. Vielleicht irgendwie, weil es ja aufnimmt, aber das ergibt keinen Sinn. Ja gut. Ja gut. So, Darkrai erleidet Verbrennung. Was ist da los? Wir sind einfach viel weiter, deswegen ja. Kann man einfach nicht mehr. Da ist der Stream so, bei uns. Darkrai ist ein Problem. Für. Naja, das. Für jeden. Aber das verbrennt jetzt halt mit der Zeit, ne? Ja, mal gucken, wie viele Pokémon er noch hat. Aber es wird ja nicht verkrüppelt, ist ja kein physisches Mal. Und es kann sich ein bisschen mit Traumfresser gegenheilen, aber natürlich nicht gegen Empoleon. Und. Ja. Vielleicht wacht es ja noch auf. Also momentan schläft es noch tief und fest. Wir wissen schon, wenn und Darkrai ist im roten Bereich. Ja, jetzt sind beide im roten Bereich. Super. Ja. So, und jetzt gucken wir mal. Vielleicht wacht Empoleon noch auf. 8 KP. Und es wacht auf. Oh. Und nachts sieht er Wasser. Das ist bitter. Jetzt natürlich für Darkrai. What the fuck? Ja, GG. Ja, ich würde sagen, war ein ganz guter Kampf. Damit hat Mr. Gummer gewonnen und ist der Turniersieger vom AG-Turnier. Herzlichen Glückwunsch. Ja. War auf jeden Fall ein guter Kampf. Ja, nice. Boah, ey, das war aber ein bisschen wie spannend.